Seit vielen Jahren haben sich immer wieder Besucher und Besucherinnen gewünscht, dass wir endlich auch mal einen türkischen Genossen hier auf der Konferenz haben, der zentral was zur Türkei sagen kann. Und heute können wir trotz trauriger Realität in der Türkei einen Genossen, den ich gleich vorstellen werde, anbieten. Er ist sehr bekannt, aber ich will zunächst einige Punkte sagen zur Türkei. Ihr alle habt mitbekommen, dass wir, dass die AKP-Regierung, das Regime dort wieder Krieg gegen die Kurden führt. Ganze Städte sind seit Monaten und Wochen belagert von Militär und Polizei, zum Teil abgeriegelt. Man muss sagen, sogar Ausgangssperren wie in der Altstadt von Diyarbakir finden statt. Aber auch seit Monaten wird in Şişli und in Silopi die Armee hat dort die Orte mit Panzern abgeriegelt und dort werden auch die Zivilisten mit Artillerie beschossen. 200.000 Kurden sind gegenwärtig auf der Flucht. Über 200 Zivilisten wurden in den letzten Monaten ermordet, erschossen. Darunter natürlich zahlreiche Kinder, alte Frauen. Und vor allen Dingen muss man wirklich sagen, jetzt Anfang der Woche haben wir die Situation gehabt, dass drei Aktivistinnen der kurdischen Frauenbewegung dort von der Polizei gezielt erschossen wurden. Den Berichten zufolge war es so, dass es bei einer Auseinandersetzung, dass diese Frauen zunächst schwer verletzt waren. Man hat verhindert, dass diese Frauen mit Krankenwagen aus den Vierteln geholt werden können. Und später fand man sie mit Kopfschuss getötet, also bestialische Morde. In diesem Zusammenhang möchte ich auch daran erinnern, dass wir heute den dritten Jahrestag haben, wo in Paris Sakine, Leila und Fidan ebenfalls bestialisch ermordet worden sind. Und wir gedenken auch heute an sie. Und gleichzeitig muss man sagen, dass Erdogan mit harter Hand die Pressefreiheit einschränkt. So haben zum Beispiel die Redakteure der Tageszeitung Cumhuriyet, Can Dündar, Erdem Gül wurden verhaftet, weil sie darüber berichtet haben, dass der sogenannte Islamische Staat von der Türkei und vom Geheimdienst dort mit Waffenlieferung beliefert wird. Zahlreiche Journalisten sitzen gegenwärtig in den Gefängnissen der Türkei, weil sie oppositionell berichten. Und es ist mir wirklich eine ganz besondere, große Freude, dass wir heute hier begrüßen dürfen Aydin Çubukçu. Er ist politischer Aktivist, er ist Schriftsteller, er ist Revolutionär und ich heiße ihn und ihr hoffentlich auch ihn herzlich willkommen. Aydin. Aydin ist 1947 in Mittelanatolien geboren worden, in Sivas. Er hat das Studium der Kommunikationswissenschaft in Ankara durchgeführt und ist ein 68er Revolutionär der Türkei und der revolutionären Jugendbewegung Def Genç. Nach dem Militärputsch 1972 wurde er zunächst zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe wurde dann umgewandelt in eine 19-jährige Haftstrafe. Er saß unter anderem in dem berüchtigten Gefängnis, Militärgefängnis Mamak, und wurde 1991 dort entlassen. Aydin hat als Vordenker der Intellektuellen, also intellektuelle Vordenker für die Sozialistische Partei, Partei der Arbeit, EMEK, gearbeitet. EMEK ist gemeinsam mit anderen sozialistischen, pro-kurdischen Parteien, übrigens jetzt also zunächst die HDK, also der Demokratische Kongress der Völker,
Daraus ging dann die HDP hervor, also das Bündnis auch mit den kurdischen Parteien und Organisationen. Und er war auch Kandidat jetzt bei den Wahlen für die HDP. Aydin ist Autor von mehreren Büchern, Logik der Dialektik, Unser 68, Probleme in der Kultur und Ideologie, verantwortlicher Redakteur der Kulturzeitung Evrensel Kultur, Leiter des Fernseh Hayat TV, der über die Klassenkämpfe in der Türkei berichtet. Er ist regelmäßiger Kommentator für die linke Tageszeitung Evrensel. Aydin wird jetzt über die Kultur und den Klassenkämpfen in der Türkei sprechen. Und ich freue mich auf seinen Beitrag. Danke, Aydin. Değerli yoldaşlar ve dostlar. Bugün burada Anlık Mücadele ve Kültür Monatszeitschrift bir konuşma yapmak üzere çağrıldım. Fakat kan ve ateşin tüm sürdüğü topraklardan geliyorum. Savaş bütün şiddetiyle wird in unserer sozialistischen Literatur in der Regel die Gesamtheit literarischer Aktivitäten verstanden. Es gibt zurzeit einen Krieg in der Türkei, den wir in allen Regionen sehen. Alles entwickelt sich sehr schnell. Es geht gewaltsam voran. Aus diesem Grunde möchte ich zunächst einmal sagen, dass unsere Aufgaben darin bestehen, Aufgaben zu übernehmen, die unabhängig von der Kultur fortschreiten. Sie alle wissen, dass die Türkei heute unter einer Regierung lebt, die durch Kriegspolitik bestimmt wird. Die Regierung der Türkei hat eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Situation im Nahen Osten zu wahren. Es wird also mit einer aktiven Kriegspolitik unser Land geführt. Krieg und Faschismus sind in unserem Land und unter dieser Atmosphäre leiden wir. Krieg und Faschismus befruchten sich gegenseitig, sie ernähren sich regelrecht gegenseitig und sie schreiten beide schnell voran. Die Regierung der türkischen Regierung, der türkischen Republik ist, und das sieht man aus dem Ausland, das sieht man auch im Inneren, führt dazu, dass die Spannungen in der Region, dass die Spannungen im Land steigen. Sowohl die Beziehungen zwischen den Regionen, aber auch die Beziehungen zwischen der Türkei und anderen Ländern führt dazu, dass auf eine gefährliche Art und Weise Spannungen geschürt werden. Aufgrund dieser Kriegspolitik gleitet die Türkei zurzeit ab in faschistische Züge. Unsere Aufgabe in der Türkei besteht zurzeit darin, gegen den Krieg und gegen den Faschismus dafür zu sorgen, dass eine breite Front entsteht und dass die Demokratie geschützt wird, indem wir einen Kampf führen. Die Revolution kann den Krieg vermeiden, verhindern oder aber die Revolution entsteht durch den Krieg. Überall in der Welt sind wir, die Demokraten und Kommunisten, dazu verpflichtet, unter der Führung der Arbeiterklasse eine breite Arbeiterfront aufzustellen, den Krieg zu stoppen. Wir müssen aufstehen dafür, dass dieser Krieg aufhört in dem Land. Vielleicht sind wir in der Lage, dies klarer zu sehen, die wir in der Region leben. Aber die Menschen überall in der Welt,
die Arbeiterklassen, die jungen Menschen erkennen doch die Gefahren, die mit dieser Situation einhergehen. Und die Welt gleitet ab in Richtung einer Katastrophe. Der freie Kampf des türkischen Volkes ist nicht nur für die Türkei von Bedeutung, für den gesamten Mittleren Orient, für den Nahen Osten, für alle Regionen, alle Staaten, alle Länder ist dies ein Kampf, der dazu führt, dieses Problem zu vermeiden. Und das betrifft die ganze Region. Alle Sozialisten und Demokraten sind verpflichtet, den Krieg zu verhindern und sich zusammenzuschließen, gemeinsam dafür aufzustehen. Um Rosa Luxemburg zu erinnern, haben wir uns hier versammelt im Rahmen dieser Konferenz. Rosa ist für uns eine sehr wichtige Bedeutung. Ihr Ruf, ihr Appell lautet doch, dass wir gegen den Faschismus handeln sollen. Der Appell von Rosa Luxemburg ist auf der Grundlage der Lehre von Marx und Lenin in der Lage, uns den Weg zu erleuchten gegen Imperialismus, gegen Faschismus, gegen den Krieg. Dies sind dringende Schritte, die zu tun sind, damit in Gemeinschaft dieser Kampf geführt werden kann. Das gesamte Erbe der Menschheit schützend sollten wir unsere Kräfte vereinen, unsere Kräfte zusammenlegen und in der ganzen Welt den Krieg verhindern, dafür eine breite Front bilden. Dies ist unsere Aufgabe. Die Instrumente, die dazu erforderlich sind, die haben wir. Nutzen wir sie. Es lebe die Revolution, es lebe der Sozialismus. Es gibt keinen Weg für den Faschismus. Kämpfen wir dafür. In einer solchen Atmosphäre ist der politische Kampf vorwiegend von Bedeutung. Und es mag nun sein, dass einige von Ihnen das Thema Kultur und Kunst als nebensächlich empfinden. Blut, Feuer, Kugeln, danach stinkt es doch. Und in einem solchen Umfeld von Kunst und Kultur zu sprechen, mag uns vorkommen wie Luxus. Also die Angriffe gegen uns, die Angriffe von Seiten des imperialistischen Systems sind so, haben so große Dimensionen angenommen und wir bewegen uns in Richtung eines so großen Kampfes zu, dass wir nun Kunst und Kultur natürlich auch als Waffen in der Hand halten. Der kulturelle Kampf. Der Kampf, den wir führen, betrifft nicht nur Kunst, Literatur. Nein, wir sorgen dafür, dass für eine neue Welt, ein neues Leben, ein Kampf geführt wird. Und somit erfüllen wir hier sozusagen die Rolle von Gründungsvätern. Seit 25 Jahren publizieren wir in der Türkei die Zeitschrift Evrensel Kultur und es ist eine sozialistische Monatszeitschrift für Kultur, Kunst und Literatur. Ich bin Chefredakteur dieser Zeitschrift. Zu der Zeit, als wir die Zeitschrift Evrensel Kultur konzipierten, waren die Arbeiterklasse und die werktätigen Massen unseres Landes im Begriff, erneut die Bühne des Kampfes zu betreten und sich der drückenden Atmosphäre der militärisch-faschistischen Diktatur vom 12. September zu entledigen. Der Kampf der Werktätigen im öffentlichen Dienst um die Gründung von Gewerkschaften legte erste Risse in den Reihen der Diktatur frei und in einem
solchen Umfeld erschien es unserer Partei wichtig, als Teil des politischen Kampfes, auch auf kultureller Ebene, einen Kampf zu führen, und wir beschlossen eben, die Zeitschrift Evrensel Kultur zu veröffentlichen. Die redaktionellen Leitlinien und das Programm der Zeitschrift wurden wie folgt festgelegt. Evrensel Kultur ist eine Zeitschrift der Kultur des Sozialismus. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, im Lichte der wissenschaftlich-sozialistischen Theorie gegen die ideologisch-kulturelle Hegemonie des Bürgertums sowie gegen reaktionäre, faschistische, imperialistische Einflüsse anzukämpfen und die Möglichkeiten der sozialistischen Kultur in der Gegenwart zu fördern. Evrensel Kultur verteidigt die Werte des kulturellen Erbes der sozialistischen und demokratischen Revolution, die sich in der Welt und in der Türkei während zahlreicher Jahrhunderte angesammelt haben. Wir stellen Kunst- und Literaturwerke vor, die von Klassen erschaffen wurden, welche im Laufe der Geschichte in dem Verlangen aufbegehrten, eine fortschrittlichere Welt zu schaffen. Die Zeitschrift befasst sich auch mit den von den herrschenden Klassen erschaffenen Werken und versucht, diese in Form einer kritischen Auseinandersetzung zu vermitteln. Die Zeitschrift erforscht insbesondere das jahrtausendealte Erbe Anatoliens, die Traditionen des Aufbegehrens in der Geschichte Anatoliens und die Eigenheiten der materialistischen, populären und arbeiternahen Volkskultur. Wir sind damit beschäftigt, die Werte zu verteidigen, die Freiheit und offene Rede vertreten. Also seit 25 Jahren sind wir sozusagen eine sozialistische, kulturelle Gemeinschaft, die dafür sorgt, dass diese Werte am Leben bleiben. Das werden wir auch in der Zukunft nicht aufgeben. Wir richten uns dann dabei nicht nur nach den Werten des Klassenkampfes, sondern wir entwickeln durch unsere Arbeit, und das ist eine unserer Hauptaufgaben, wir bereiten den Boden dafür, dass diese Werte sich weiterentwickeln in einer islamistischen Umgebung, die wir heute in der Türkei feststellen, stellen wir fest, dass wir durch eine Politik regiert werden, die den Islam und die islamischen Werte im alltäglichen Leben immer mehr verankern will und der Faschismus wird sozusagen verwendet, um die freien, die liberalen Werte immer mehr in den Hintergrund zu drängen. Arbeiter, Frauen, Kinder werden sozusagen bei jedem ihrer Schritte dabei beobachtet, wie sie sich bewegen, und müssen ältere Leute fragen, müssen andere fragen, wie sie sich kleiden, wie sie sich bewegen dürfen. Soll ich erst den rechten oder erst den linken Fuß auf den Boden setzen? Dafür sollen sie Rechenschaft ablegen. Und es wird ihnen gesagt, erst mal beten und dann gehst du raus. In den Schulen, in den Fabriken oder auch in den Militärabteilungen, ja sogar im Parlament, prüft man, überwacht man die anderen, ob sie auch regelmäßig gebetet haben. Hier wird ein Druck ausgeübt, ein gesellschaftlicher und politischer Druck von Seiten der Macht. Hier wird ein solcher Druck ausgeübt, dass die Menschen ständig unter dem Einfluss dieser Überwachung, dieser Beobachtung leben. Und das ist eine furchtbare Sache. Saudi-Arabien, Pakistan, so sagt man, oder auch Afghanistan, werden nach dem Gesetz der Scharia regiert. Und natürlich ist es in gesellschaftlicher Hinsicht nicht so weit in der Türkei, obwohl
Druck, antidemokratische Tendenzen und Armut in der Türkei herrschen, wurde die Türkei, hat die Türkei erneut mit fast 50% der Stimmen dafür gestimmt, dass die religiöse Partei, dass diese religiösen Strömungen weitergeführt werden können. Es ist zweifelsohne so, dass jeder Mensch seinen Glauben frei leben können muss. Jeder muss die Freiheit zu haben, zu glauben oder aber nicht zu glauben, sich dagegen zu entscheiden. Die Religion ist kein bestimmter Glaube. Die Religion ist eine Politik. Die Befehle, die man von Allah empfängt, die sollen auf die Gesellschaft weitergegeben und auf diese Gesellschaft ausgeübt werden. Das ist die Zielsetzung. Und wohin führt das denn, wenn ein Buddhist oder ein Christ heutzutage in seinem täglichen Leben seinen Glauben auf diese Art und Weise leben würde, ständig zur Schau tragen würde? Das wäre ja undenkbar. Der Glaube, die Religion, in dem Moment, wo man bis zum letzten Quantum die Religion durchsetzt in der Gesellschaft, dann kommt man zu einer Situation, die man mit dem Faschismus gleichsetzen kann. Politika kutsallaştırılmıştır. Hier werden Werte der Religion missbraucht. Die Religion wird sozusagen als etwas Geheiligtes angesehen. Und da sind wir doch fast schon bei hitlerianischen Methoden. Ideologie, Religion, Legenden. Wenn man alle diese Dinge, diese Geschichten mit der Politik verknüpft und verwebt, dann kommt man am Ende zu einer Diktatur. Und die Geschichte nennt das im Endeffekt Faschismus. In der Türkei ist der durch die Religion ausgeübte Druck heute so stark. Wir sprechen hier direkt von einer diktatorischen Art und Weise, wie die Religion ausgeübt wird. Aus diesem Grunde ist der Kampf auf kultureller Ebene, nicht nur durch Kunst, Literatur, Gedanken, Philosophie, Geschichtswissenschaft oder so, so wichtig, gegen diese reaktionären Gedanken vorzugehen. Der Aufbau einer neuen Kultur kann dadurch durch die wesentlichen Schritte gefördert werden. Die Rechte von Frauen, von Kindern, die Rechte der Schwächeren, ja von Tieren zu stärken, sich der Umwelt anzunehmen, den Umweltschutz zu pflegen, sich einzusetzen gegen Kernkraftwerke, gegen Atomkraft. Und das sind Schritte, das sind Aktivitäten, die wir einleiten müssen, um unsere Gesellschaft voranzubringen. Es wird doch die Atomkraft oder auch feindliche Verhaltensweisen gegen Frauen, gegen Kinder, da stellen wir fest, dass diese Tendenzen sich verstärken. In der Türkei ist die Politik zu etwas Geheiligten geworden, das man nicht kritisieren darf, zu einem Teil des Krieges, und zwar nicht nur gegen die Kurden, gegen das kurdische Volk, sondern gegen alle Völker, gegen alle Volksgemeinschaften in der Region. Es handelt sich sozusagen um ein Instrument, das eingesetzt wird, gezielt eingesetzt wird, um die Kräfte, um die Gemeinschaften gegeneinander aufzuwiegeln. In früheren Epochen der Geschichte hat man das mehr als genug festgestellt. Der erste und zweite imperialistische Krieg
haben uns doch gezeigt, dass diese Tendenzen aufzuhalten sind, dass ich so etwas nicht wiederholen darf. Und das ist auch ein Krieg hier. Liebe Freunde, der Nahe Osten ist heute durch Organisationen des islamistischen Terrors durchsetzt. Es gibt viele Fraktionen davon. Und es herrschen Verbindungen zu den Staaten, zu den Ländern in der Region. Es ist sozusagen ein Stellvertreterkrieg, ein Krieg, in dem die Kräfte gegeneinander vorgehen. Es sind ja nicht nur die islamistischen Terrororganisationen, von denen wir hier sprechen. Unabhängig von der Religion oder von der Religionszugehörigkeit ist der Imperialismus in der Region und sind die Strömungen, die imperialistischen Strömungen, die gegeneinander kämpfen, doch stark. Ob es nun Amerika ist, ob es der Iran ist oder auch Russland, die Interessen einer jeden Partei sind dort klar zu erkennen. Und wenn Sie sich die Türkei einmal genauer anschauen, dann wissen Sie, dass sowohl in sozialer Hinsicht als auch ideologisch gesehen islamistische, islamische Terrororganisationen dort eine starke Grundlage haben. Diese Terrororganisationen haben nun leichtes Spiel, um in der Region Fuß zu fassen und sich weiter auszubreiten. Die Türkei ist eigentlich kein laizistisches Land. Und die Kriegsatmosphäre, die dort in der Region herrscht, ist für alle deutlich. Der laizistische Kampf wird, wenn man das auch manchmal anders versteht, nicht dazu verwendet, die bestehenden Werte und die Stabilität in der Region zu erhalten. In der Türkei können wir sagen, dass wir einen Kampf führen zwischen reaktionären und fortschrittlichen Kräften, der darauf abzielt, den Fortschritt in der Region zu erreichen. Und ob es nun Tolstoi, Dostojewski, Shakespeare oder andere große Schriftsteller sind, die diese Werte, die die Grundsteine für diese Werte bereits gelegt haben, der Kampf gegen den Faschismus gründet auf einem Verständnis, der seit langer Zeit durch diese Gedanken befruchtet wurde, das Kulturerbe der Menschheit seit Jahrhunderten aufgebaut ist, heute mehr denn je zu schützen. Als eine absolute Pflicht müssen wir dieses Kulturerbe schützen. Und auch Rosa Luxemburg hat sich dies zum Ziel gesetzt, Marx und Lenin haben auf einem stabilen theoretischen Gebäude den sozialistischen Gedanken begründet. Und sie haben die Werte der Menschheit, den Aufbau einer neuen Menschheit, einer neuen Welt damit ermöglicht. Den Kampf, den wir führen, den wir heute führen, der ist so wichtig, auch für die Türkei. Daran glauben wir. Und kein anderes Land kann im Bereich der Kultur, Kunst, Literatur eine andere oder eine vergleichbare Zeitschrift vorweisen, die schon so lange, seit 25 Jahren, ohne Unterbrechung erscheint. Das haben wir vorzuweisen. Und
Wir sind von dem Wunsch beseelt, unsere Erfahrungen mit Freunden zu teilen, die an dieser Konferenz teilnehmen, mit ihnen gemeinsam zu publizieren. Das wird uns bereichern. Das wird diesen Kampf ganz neu beflügeln. Ein Kampf, der nicht mit Kugeln, mit Blut geführt wird, sondern ein menschlicher Kampf. Ein Kampf, der durch unsere Werte beflügelt wird. Im Glauben an den Sieg beim Kampf für den Sozialismus möchte ich Sie erneut alle grüßen und schicke Ihnen wärmste revolutionäre Gefühle. Es lebe der Sozialismus. Aydin Çubukçu, wir sind leider sehr spät in der Zeit. Ich hatte vorhin schon mal gebeten, ob man dieses grelle Licht, wir sehen überhaupt nicht das Publikum vom Podium hier aus, ob man das nicht etwas abdimmen könnte. Das war früher jedenfalls, war das mal möglich. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang einfach noch mal darauf aufmerksam machen, dass gestern ein Beitrag in der Jungen Welt auf den Themaseiten von Aydin erschienen ist, mit dem Titel Zerstörerische Politik, Türkei mit Vorherrschaftsbestrebungen, die AKP-Regierung führt Krieg nach innen und außen. Also hier kann man auch noch mal mit Lektüre vertiefen, was Aydin hier bereits gesagt hat. Ich will in diesem Zusammenhang einfach noch mal sehr deutlich sagen, unsere Aufgabe hier in Deutschland ist, vor allen Dingen gegen die Bundesregierung und ihre komplizenhafte Politik mit dem faschistischen Regime in der Türkei, wie sie zum Beispiel jetzt die zwischen den Regierungen vereinbart wurde, Fluchtursachen dort zu bekämpfen, Flüchtlinge festzuhalten, obwohl Erdogan einer der größten Fluchtverursacher in den letzten Jahren gewesen ist. Und das ist unsere Aufgabe, hier zu kämpfen. Ich habe gerade vor wenigen Tagen eine Antwort der Bundesregierung zurückbekommen, wo ich die Frage gestellt habe, wie sie die Kämpfe in der Türkei-Kurdistan bewertet. Auch hier muss man sagen, auf einer Linie wird einfach nur wieder mal festgehalten, dass es legitim sei, dass die Türkei gegen die Terroristen kämpft. Ansonsten schweigt die Regierung dazu und auch dieses Schweigen müssen wir durchbrechen. Es ist unglaublich, dass überhaupt nicht darüber vernünftig berichtet wird, geschweige denn die Bundesregierung diese Haltung einnimmt. Und ich denke mir, da wir, wie gesagt, in der Zeit sehr weit vorangeschritten sind, dass wir den Frageteil jetzt erstmal ausfallen lassen. Oder? Dann gut, dann machen wir zwei Fragen. Aber wie gesagt, ihr müsst euch irgendwie melden. Wir sehen hier oben nach wie vor nichts. Wegen der. Und keine Referate, sondern wirklich Fragen, bitte, ja? Also ich habe von dem Referat verstanden, dass es in der Türkei vom Laizismus zu einer Religionsstaat gegangen wird. Meine Frage ist, wann ist die Türkei überhaupt laizistisch gewesen und wann ist die Türkei überhaupt demokratisch gewesen? Aslında Türkiye hiçbir zaman laik bir cumhuriyet olmadı. Laiklik bir
war die Türkei nie eine laizistische Republik. Laizismus ist eigentlich nur eine Decke gewesen darüber, dass der offizielle, dass die offizielle Religion der Islam verdeckt wurde. Aber heutzutage ist auf jeder Ebene der Gesellschaft, in allen Zellen der Gesellschaft, der sunnitische Islam wird den aufgezwungen. Das ist dieser Zwang. Und das haben wir in den Anfängen, zumindest in den Schulen. Es gab vorher nicht solche bedrückenden religiösen Druck. Sowohl im Alltagsleben, es gab dies im Alltagsleben nicht. Gestern erst, also auf dem Hinflug von der Türkei her, wurden die Arbeitszeiten wegen der Gebete am Freitag nochmal umgestellt. Das hätte ich mir nie vorstellen können in der Türkei. Es ist richtig, die Türkei war niemals ein laizistischer Staat. Aber das, was, diese Katastrophe, die wir heutzutage erleben, ist viel schlimmer als vorher. Und das Wichtige dabei ist, dass die Religion der Islam tatsächlich zum Stützpfeiler der Regierung wurde. In den früheren Epochen war das ein Verbrechen quasi, dass die Religion Stützpfeiler der Politik wurde. Da wurde tatsächlich darauf geachtet, sorgfältig darauf geachtet. Da haben die Politiker auch versucht, sich nicht dessen schuldig zu machen. Aber mittlerweile ist das gang und gäbe geworden. Und deswegen ist Religion und Politik tatsächlich verzahnt. Also vormals war zumindest dem Anschein nach Religion und Politik nicht so ineinander vermengt. Heutzutage ist es fast obligatorisch, dass Imamschulen, dass die Kinder Imamschulen besuchen müssen. Und das sind die Unterschiede. Ja, niemals war die Türkei so laizistisch, aber niemals war sie auch so weit in diesem Schlamm. Ein Konzept, wonach Kultur im Klassenkampf nicht nur einfach eine Beigabe ist, sondern selbst eine Waffe eigenen Rechts. Ich wollte wissen, deine Erfahrung nach, ist Kultur in der Türkei einfach nur dazu da, wie du beschrieben hast, gewisse progressive Werte zu verteidigen? Oder wird sie jetzt im Moment in den aktuellen Kämpfen auch eingesetzt, um sozusagen das Neue bereits im Alten gewissermaßen vorzubereiten und herzustellen? Das ist eine wichtige Frage. Die Kultur der hegemonialen Schichten, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das ja zutrifft, dann versteht man auch, welchen beschwerlichen Kampf wir eigentlich führen. Natürlich ist in jeder Kultur die Kultur natürlich ausschlaggebend, die von den herrschenden Klassen vorgegeben wird. Und solange wie die Werktätigen, die Arbeiter sich nicht organisieren, können sie ihre Kultur nicht als herrschende Kultur einsetzen. Dennoch haben wir den Kampf für den Sozialismus angetreten, dass wir natürlich das ganze Erbe der Menschheit umarmen und umfassen. Und solange wie wir uns nicht organisieren, solange das Proletariat nicht an die Macht kommt, können wir unsere Kultur nicht durchsetzen. Dennoch werden wir so einen Kampf als Teil des gesamten Kampfes weiterführen müssen. Aber was wichtig ist, Sozialismus ist gilt tatsächlich das besondere Reichtum, was die Menschheit bislang hervorgebracht hat, um nochmal alles neu zu erdenken und die Gesellschaft neu aufzubauen. Das zu verstehen, dass den
Massen zu vermitteln, müssen wir natürlich auch aus dem gesamten Erbe profitieren. Daher richtet sich unsere Vorgehensweise, dass bürgerliche, also in einer Gesellschaft, wo die feudalen Strukturen herrschen, damit wir die progressiven Überreste der Menschheit dabei dann auch zur herrschenden Kultur führen können, das geht nicht. Das können wir nicht schaffen, solange wie dies nicht geschaffen ist. Ja, herzlichen Dank nochmal, Aydin Çubukçu, für diesen Vortrag. Und wir wünschen dir weiterhin viel Kraft in der Türkei im Kampf gegen dieses faschistische Regime. Ja, macht weiter so. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.